Hallo liebe Freunde, im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr diesen wunderbaren Hirschrollbraten mit selber gemachtem Blaukraut und selbstgemachten Spätzle machen könnt. Viel Spaß beim Anschauen! Die Zutaten. Einen Hirschrollbraten, in diesem Fall sind es 1100 Gramm. Wurzelgemüse zum Schmoren, das ist im speziellen Petersiliewurzeln. Stangensellerie, ein bisschen Lauch, dort hinten richtigen Knollensellerie, ein paar Karotten und hier in der Mitte habe ich eine mittlere Zwiebel. Zum Würzen des Fleisches verwende ich hier Kräutersalz, da ist Rosmarin, Thymian und ein bisschen Salbei drin. Und auf der anderen Seite meinen bunten Pfeffer. Und damit wir eine leckere Soße bekommen, brauchen wir Lorbeerblätter, ein paar Wacholderbeeren, Pfefferkörner und zwei Pimentkörner. Da könnt ihr natürlich mehr nehmen. Zum Anbraten verwende ich Schmalz und für die Soße brauche ich die Butter. Ja, und natürlich zwei Esslöffel Tomatenmark. Zum Ablöschen verwende ich einen trockenen Rotwein und dann noch ganz tolle selber gemachte Fleischbrühe. Da brauche ich insgesamt 2 Liter. Natürlich könnt ihr den Rotwein auch durch einen alkoholfreien ersetzen. Ja, da ist schon einiges an Zutaten, aber ich verspreche euch das, das Ergebnis wird sensationell gut schmecken. Auf geht's, backen wir's, fangen wir an. Zuerst wird das Fleisch ordentlich von allen Seiten gesalzen und gepfeffert. Beim Salz braucht man nicht gar so sparen, der Braten verträgt einiges davon. Wer möchte, der kann auch noch sehr gerne Knoblauch rangeben. Nun schmelze ich das Schweineschmalz. Ich denke, mit Schmalz schmeckt das Wildfleisch viel besser. Natürlich könnt ihr auch ein ganz normales Pflanzenöl verwenden. Wenn es dann geschmolzen ist, müssen wir den Braten hineingeben und von allen Seiten ganz kräftig anbraten. Durch dieses kräftige Anbraten bilden sich am Topfboden dann die sagenumwogenen Röstaromen zum einen und zum anderen das Fleisch schmeckt dadurch kräftiger. Sobald er angebraten ist, kommt er raus, der Braten, und dann werden wir die Zwiebel glasdick dünsten, die Knoblauchzehe werde ich nochmal andrücken, damit sie ordentlich Aroma abgeben kann. So, jetzt rein damit. Ja, und ihr seht es, die Zwiebeln sind grob gehackt, genauso wie das Wurzelgemüse, das ich nachher verwende. In dem Fall reicht es, weil ich das Gemüse genauso wie die Zwiebel natürlich später absieben werde. Von daher kann ich mir die Arbeit des Feinhackens ersparen. Ja, und das Braune am Boden, das ist das, was ich will, das gibt die Farbe. So, sind jetzt die Zwiebeln ein bisschen glasig, geben wir die ganzen Kräuter dazu. Durch das Anbraten haben wir den Effekt, dass sie ihre ätherischen Öle freigeben und vor allem den Geschmack. Eine ganz feine Sache. Und wenn die Zwiebel dann glasig sind, geben wir dann das Wurzelgemüse dazu. Das wird auch schön angebraten. Jawohl, und dann kommt das Tomatenmark obendrauf. Gut verteilen und dann das Gemüse nochmal schön anbraten lassen. Ja, und hier am Topfboden seht ihr nochmal die guten Röstaromen. Wie gesagt, die sind sehr wichtig für die Farbe der Soße. Nun wird es Zeit zum Ablöschen. Ich gieße so viel Wein hinein, dass der Boden etwas bedeckt ist und dann lasse ich den Wein komplett verkochen. Ja, und diesen Vorgang wiederhole ich dann noch 2-mal. Damit hole ich den meisten Geschmack vom Gemüse raus. Nummer 2.
Und der letzte Aufguss. Ah, wie schön der Wein reinläuft. Nachdem der dritte Aufguss jetzt verkocht ist, gebe ich die Brühe dazu, die Fleischbrühe. Jawohl, brutzelt gleich wunderbar. So, wenn jetzt das dann drin ist, verteile ich es ordentlich und lege das Fleisch dazu und fülle es dann noch mit der restlichen Brühe auf. Mit der Temperatur gehe ich jetzt von 3 auf 1 zurück. Decke es zu mit dem Deckel und lasse es mindestens 2 Stunden schmoren. Nach einer Stunde drehe ich den Braten um, so jetzt, und lasse ihn wie gesagt nochmal eine Stunde schmoren. Nach 2 Stunden ist der Braten fertig. Ich nehme ihn jetzt heraus, gebe ihn in Alufolie und lasse ihn dort in Ruhe entspannen. Im nächsten Schritt werde ich die Soße abgießen. Die nun abgesiebten Gemüseteile drücke ich mit einem Kochlöffel an das Sieb, damit so viel Soße wie möglich aus dem Gemüse austritt. Es gibt auch noch die Variante, die Gemüseteile zu pürieren in die Soße hinein. Das hat den Vorteil, dass die Soße schon leicht gebunden wird und der Geschmack auch drin ist. Ich mache das aber nicht aus dem Grund, weil ich eine dunkle Soße möchte und keine helle. Nun lasse ich die Soße kochen, damit sie reduziert. Und wenn es dann soweit ist, binde ich sie mit Speisestärke etwas ab. Mit Salz, Pfeffer und Rosmarin habe ich die Soße abgeschmeckt. Den Braten lasse ich jetzt in der Soße etwas nachziehen. Spätzle sind fertig, Blaukraut ist fertig, alles ist fertig. Ich fülle dann in 10 Minuten auf. Und nun schauen wir uns den Anschnitt an. Es riecht fantastisch und die Gabel geht durch das Fleisch wie durch Butter. Schaut euch diese herrliche Farbe an. Wahnsinn und so schön saftig. Der Braten ist gelungen. Wow, und ein Duft, ein Aroma geht weg. Herrlich. Jetzt werde ich den Teller auffüllen. Ja, liebe Freunde, ein Hirschrollbraten mit geschabten Spätzle und selbstgemachtes Blaukraut. Ein Gedicht für die Augen und den Gaumen. So, nun probiere ich das Fleisch. Ich kann mir vorstellen, dass es sensationell schmeckt, wenn die Sauce schon so gut ist. Liebe Freunde, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart, wie ich euch meinen Vorschlag für ein wunderbares Weihnachtsessen vorgestellt habe. Ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat, ihr mir ein Like da lasst, einen netten Kommentar oder ein Abo. Und ansonsten wünsche ich euch ein gesegnetes Weihnachtsfest. Lasst es euch reichlich bescheren und ich freue mich dann aufs nächste Mal. Bis dann, pfiat euch, der Wolfi. Servus!